Der Wind kommt von Norden, bringt plötzlich eiskalte Luft und Schnee mit sich. Die Welt ist eingehüllt in Gestöber. Nur selten ist es uns in diesen milden Hügeln vergönnt, solchen Schnee zu erleben. Wir sind auf dem Adventkonzert gewesen, festlich war es, haben noch mit Freunden zusammengesessen und ziehen nun die Jacken über, erwärmt von anregenden Gesprächen, leckerem Essen und gutem Wein. Es ist weit nach Mitternacht und der Sturm hat sich gelegt. Die Welt ist weiß geworden. Der Wind treibt die Flocken in weichen Bögen über die Straße. Sie glitzern im gelben Licht der Straßenbeleuchtung am Gemeindeamt. Unser Auto hochverschneit direkt vorm Postamt. Fraglich, ob wir trotz Ketten die Steigung schaffen werden. Bis zu uns nach Hause ist es weit, eine halbe Stunde zu Fuß, dann wären wir da. Du legst deinen Arm um meine Schultern, ziehst mich an dich und fragst, gehen wir? Ja, gern. Es dauert nur kurz, bis sich unsere Schritte aneinander angepasst haben. Die jahrelange Vertrautheit macht sich bemerkbar. Es ist so viel geredet worden und gelacht an diesem Abend, dass ich das Schweigen mit dir als wohltuend empfinde. Ja, das konnten wir schon immer gut, miteinander schweigen, ohne dass es uns unangenehm ist. Wir stapfen den weißen Weg entlang. Der Schnee knirscht unter unseren Füßen. Noch keiner hat vor uns den zarten Belag betreten. Es gibt kaum etwas Schöneres als so einen nächtlichen Spaziergang durch die unberührte Welt. Früher, erinnere ich mich, haben wir die Kinder gerufen, wenn es das erste Mal so richtig geschneit hatte. Wir zogen sie warm an und liefen mit ihnen in den Garten, in das Funkeln und Glitzern der fallenden Schneeflocken. Anschließend wärmten wir uns alle mit heißem Kakao auf und wir Eltern erfreuten uns an ihren vor Glück glühenden Gesichtern. Weißt du noch, früher, die Kinder? Fragst du mich mit leiser Stimme. Wie so oft haben wir das Gleiche gedacht. Ich nicke stumm. Wir gehen weiter. Du schiebst deine warmen Finger in meine kalten. Fast immer sind deine Hände warm und meine kalt. Auch meine Füße, die ich jede Nacht unter deine Decke schiebe. Du wärmst sie ohne Protest. In guten wie in schlechten Tagen, sagte der Pfarrer damals, in kalten auch, fügtest du schmunzelnd hinzu. Nächste Woche ist Weihnachten. Man erkennt es am Lichterglanz der Dekorationen, die in Gärten, auf Balkonen und in den Fenstern stehen. Wir lassen den Ort und die Lichter hinter uns, gehen zufrieden weiter und die Kälte nagt an unseren Wangen. Doch ich empfinde diese stillen Spaziergänge mit dir als tiefen Frieden. Oft war es so, dass wir nachts noch einen kurzen Gang machten, um der abgestandenen Luft zu entkommen und vor dem Schlafengehen Ruhe zu finden. Manchmal hatten wir uns auch gestritten und stapften wütend nebeneinander her, wussten, dass es keine schnelle Lösung für unser Problem geben würde, wollten aber nicht verstimmt ins Bett gehen. Dann nahmst du irgendwann still meine Hand, verschränktest deine Finger mit meinen und ich spürte die Liebe, die zwischen uns ist. Dann war alles wieder gut. Wir konnten uns in den Arm nehmen. Viele Jahre leben wir nun schon zusammen. Die Kinder sind längst groß und aus dem Haus. Gut, nächste Woche werden sie kommen und mit uns zur Christmette gehen. Auch eines dieser Rituale, die mich wirklich glücklich machen. Anschließend werden wir eine Flasche Wein öffnen, die Bücher, die es geschenkt gibt, durchblättern, ein wenig erzählen. »Ich habe noch kein Geschenk für dich«, murmelst du unglücklich. »Ich weiß, du hattest wenig Zeit in den letzten Wochen. Du brauchst mir nichts zu schenken. Ja, ich möchte aber. Ich hab doch schon alles. Darum geht es nicht. Ich möchte, dass du weißt, wie sehr ich dich liebe.« Wir erreichen die Hügelkuppe. Bald sind wir daheim. Es hat wieder begonnen zu schneien.
In dicken Tupfen fällt der Schnee. Schatz, sage ich und sehe dich an. Dein Gesicht ist von Sorgenfalten durchzogen. Die Anstrengungen der letzten Woche sind hier anzusehen. Weihnachten soll doch ein Tag des Friedens sein. Der ganze gekaufte Quatsch ist unwichtig. Ich brauche nichts. Fast nichts. Fast? Dann gibt es also doch etwas. Ich muss grinsen, ziehe dich an mich und umfasse dein Gesicht. Ja, eins gibt es. Ja, was? Ich habe schon, denke ich. Dann küsse ich dich und weiß, dass du weißt, was ich meine. Dich. Nur eins ist schöner, als in einer solchen verzauberten Nacht unterwegs zu sein, nach Hause zu kommen. Konsum ist mir wirklich nicht wichtig und wir haben alles, was wir brauchen. Das Geschenk, das ich für dich besorgt habe, ja, ich habe eins, ist nicht uneigennützig. Es ist auch für mich, ja, vielleicht sogar noch mehr. Ich habe uns eine Woche Zeit besorgt. Eine Woche auf einer Alm Anfang Januar. Mit deinem Chef habe ich schon alles geklärt. Du wirst den Urlaub kriegen. Auf jeden Fall. Doch, du weißt es noch nicht. Ich lächle still in mich hinein und ziehe meinen Mantel aus, schüttle die Schneeflocken aus den Haaren. Einen Cent für deine Gedanken, sagst du. Da wirst du noch warten müssen, antworte ich. Dann lachst du dein Zauberlachen und ziehst mich in deine Arme. Und ich freue mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten.